Ciao zusammen, ich bin Jürg und willkommen zurück zum Finale! Endlich geht's weiter mit der Finalserie. Hier mit dem EVC gegen Fribourg-Gotteron. Heute heisst das Spiel 3 und 4. Und wenn wir die beiden Matches würden gewinnen, hätten wir sogar den Titel gerade geholt. Und das mit 12:0 Sieg in der ganzen Playoffs. Das ist auf jeden Fall mein Ziel für die heutige Folge, direkt den Titel zu holen. Genau so, wie das auch der ZSC gemacht hat. Okay, sie haben über 7 Spiele gegen Lugano müssen antreten. Aber hey, sie haben es geschafft. Und an dieser Stelle möchte ich am ZSC zum Gewinn von der Schweizer Meisterschaft Saison 2017-18 herzlich gratulieren. Sind wir doch alle zusammen richtige Sportsmänner, Sportsfrauen und gratulieren am ZSC zum Sieg vom Schweizer Meistertitel, indem ihr unten in den Kommentaren reinschreibt Hashtag Gratulation ZSC. Fokussierung wieder aktivieren für die heutige Episode. Wir starten nämlich jetzt direkt mit dem nächsten Match, mit Spiel 3. Los geht's! Wir sind am Bulli-Kreis, Heimspiel für den EVZ. Und nein, ich verliere das Schieber. Das ist ganz gefährlich. Und sehr schön pariert von Stefan. Start ist nicht ganz so, wie ich wollte. Aber jetzt gerade mit einem Angriff und rein kommt Schieber. Nein, auf der Linie gesaved. Was für ein Start in Spiel Nummer 3. Nächster Angriff, nächste Parade. Offener Schlagabtausch. Komm, jawohl. Offener Schlagabtausch. Und wir verwerten unseren zweiten heftigen Angriff und nutzen den somit aus zur Führung 1:0 für den EVZ. Das nächste Goal! Nein! Da jetzt der nächste Angriff da. Was? Nein! Hä? Das war ein Pass und der Goalie lässt ihn einfach durch. Schon in den letzten paar Spielen ist er richtig schlecht, der Goalie von Fribourg-Gotteron. Er macht das so weiter und das gefällt mir natürlich. Jawohl! Also die Scheibe ist noch abgelenkt worden von einem eigenen Spiel und darum ist sie rein und da pariert der Schad. Die Scheibe holen wir uns. Schöner Check. Ah, Straffuck! 2 Minuten Strafe gegen uns. Wir verlieren das wichtige Bulli. Der Schuss kommt und der Stefan pariert. Das gefällt mir nicht, der Angriff. Das gefällt mir gar nicht, aber das gefällt mir. So halbwegs und jetzt richtig und nein, jetzt gar nicht mehr. Da ist der Anschlusstreffer von Fribourg zum 1:2. Nur ein hin und her Glück und dann ist Schieber aber doch noch drin. Scheiße! Will wieder die 2-Tore-Führung. Also komm, Schieber schön laufen lassen. Oh Mann, aber wir haben sie noch. Komm, da ist einer, Fredepass kommt und der Schuss ist scheiße gewesen. Erster Angriff im zweiten Drittel gehört Fribourg und er verschießt. Da haben wir 3:1. Wie geil und wie witzig ist das jetzt, so ein Rausgespiel gewesen. Ich freue mich richtig auf die erneute 2-Tore-Führung. So ist das richtig gesagt. Ich will wieder ein Goal, ich will wieder ein Goal. Und aus dem Grund machen wir jetzt hier ein Scheiße. Oh, da müssen wir die Tränen verschieben. Sehr schön. Nein, er bleibt an dieser Dreckscheibe. Kann er Pass geben? Und der Stefan pariert. Fribourg macht weiterhin extremen Druck. Und da machen es 2:3. Scheiße, der Drecksabpraller hätte nicht müssen sein. Er ist leider gewesen. Und somit steht es nur noch 2:3. Fuck. Ab ins letzte Drittel. Fribourg griff sehr gefährlich an. Und der Tobias Stefan, er pariert und macht das Spiel schnell. Und ich mache einen Feldpass. So, zack. Pass, Schuss, Goal, jawohl, so soll das gehen, so ist es auch gegangen. Wir haben wieder unsere 2-Tore-Führung, 4:2. Die 2 Goal langen jedoch nicht, wir brauchen noch mehr. Und da ist gerade der nächste Treffer, wieder richtig glücklich. Ich glaube, es ist der Abprall am gegnerischen Schienbein oder am Schlittschuh, wo auch immer. Aber egal, wir haben den nächsten Treffer und führen somit mit 5:2. Okay, es ist doch ein schön sauberes Goal gewesen, kein Abpraller, nichts. Und da ist jetzt, geile Parade, uiuiui. Den Sieg sollten wir uns eigentlich nicht mehr nehmen lassen, aber dann müssen wir auch Goal verhindern, das machen wir da. Oh! Fuck, hey! Nicht Goal verhindern! Da kassieren wir wieder eins. 3:5 nur noch. Scheisse, hey! Das gefällt mir gar nicht. Das ist ein gefährlicher Angriff. Das sehe ich schon. Jetzt, dass der Angriff gefährlich ist. Wir können safen. Einfach Räume eng halten. Schön. Nein. Scheisse. Ich habe es genau gesehen.
Freiburg erzielt tatsächlich das 4:5, 22 Sekunden vor Schluss. Geben wir den Match aus der Hand oder holen wir uns doch den dritten Sieg in Serie. So, letzte paar Sekunden laufen, sind immer noch Chiba, sie schiessen, Tobias Stefan hebt und da ist Sirena. Wir gewinnen Spiel Nummer 3 mit nur einem Tordifferenz. 5:4 Sieg daheim. Aber was ist das für ein Kampf? Ich bin mir ziemlich lange sehr sicher gewesen. Und dann ist es doch noch so spannend geworden, wie ich mir einfach zu sicher war. Man darf sich nie sicher fühlen im Hockey, das kann hin und rausgehen. Wir haben jetzt noch richtig Glück gehabt. Hoffentlich halten sie das Glück an, auch in Spiel Nummer 4. Und wir würden uns dann den Sieg, den Titel sogar holen. Und jetzt nicht mehr labern, Jürg. Wir starten mit dem vierten Match. Bulli zu Spiel Nummer 4 und vielleicht sogar zum Sieg Nummer 12 in der ganzen Playoff-Geschichte. Wir werden es jetzt erfahren. Wir können auf jeden Fall angreifen, wir schiessen, aber der Schuss wird blockiert. Wir haben nochmal Chiba, Abpraller, rein, nein. Nächste Schuss aus der Distanz. Oh nein, jetzt greifen sie ganz gefährlich. Nein, was macht er da? Oh mein Gott. Oh nein, nein, oh, schön, Stefan. Freiburg macht so einen heftigen Druck unter Stefan pariert. Endlich bin ich wieder mal einigermaßen vorgekommen, aber ich verliere gerade Chiba. Doch, komm. Nein, das gibt eine Strafe gegen uns. Scheiße. Kann Freiburg die Strafe gegen uns auch ausnutzen? Aktuell nicht, oder? Ah, oh nein. Nein, nein, schön dazwischen. Oh fuck. Aktuell müssen wir alles geben im Verteidigen. Und beim Angreifen wir jede kleine Chance probieren zu nutzen. 0:0 nach dem ersten Drittel. Jetzt sind wir im zweiten. Und ein bisschen Glück und auch Glück im Abschluss. Nein. Oh, komm, der Angriff, den nutzen wir. Nein, er kommt dazwischen, damit wir den Abprallen. Nein. Nein, scheiße. Nein, er kommt rein. Ja, schön. Was ist das für ein Spiel Nummer 4? Komplett anders. Freiburg als sonst. Aber da hat sich das Alta Freiburg wieder gezeigt. Wir machen den Führungstreffer zum 1:0 nach, was ich, was, nach 34 Minuten. Hey, meine Güte. Der Chance her ist eigentlich völlig unverdient. Aber wir haben bisher sehr gut verteidigt wie da. Oh, was für Glück haben wir! Wieder einmal eine Strafe gegen uns angezeigt. Aber die wird gar nicht ausgesprochen. Denn Freiburg verwertet die 6:5 Überzahl auf dem Feld zum Ausgleich. 1:1. Scheiße. Letztes Drittel hat gestartet und Freiburg kommen dahinter zum Angreifen. Und jetzt geht unser Angriff da. Schuss! Abpraller, komm, rein, rein da! Wir brauchen unbedingt jetzt die Führung wieder im letzten Drittel. Komm, Chiba läuft rein mit dieser Chiba. Schöner Zwischen. Nein, ich verliere wieder Chiba. Oh, schön, Stefan. Nein, 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 schön! Scheiße, wir haben schon einer weniger auf dem Eis. Bloß wieder eine weitere Strafe gegen uns angezeigt. Das gefällt mir gar nicht. Gar nicht! Bisher schlimmer ist nicht schlecht. Schön, Stefan. Ah, oh, Metall! Wir haben es sehr gut gemacht und jetzt können wir angreifen. Komm da, schön, Schuss und Goal! Und Goal! Und Goal! Und Goal! Oh mein Gott, ey. Wir überstehen. Ein 3:5. Also 3:5 Unterzahl. Ach, ihr wisst, was ich meine. Und dann können wir angreifen und ich tätschle ihn genau oben links, glaubst du, wie man es ist, ins Kreuz rein. Und wir führen 1:2. Hey. Oh mein Gott, ey. Wir sind in der letzten Minute auf Freiburg ohne Goalie und der Stefan pariert da. Komm, hol dir die Scheibe. Jawohl, leeres Goal. Ist getroffen worden. Wir führen 3:1 und das 35,2 Sekunden vor Ende vom letzten Spiel, wie es aussieht. Klar gibt Freiburg nicht auf, aber auch wir geben nicht auf. Wir machen nochmal eine Kiste ins leere Goal. 4:1, endgültige Entscheidung. Wir können feiern. Wir können jetzt bereits feiern. Der Meistertitel. Wir schaffen es tatsächlich, auch Freiburg in der ganzen Serie mit 4:0 zu schlagen. Und somit ungeschlagen die ganze Playoffs bestritten zu haben. Wir werden Schweizer Meister haben. 2017, 2018 mit dem EV-Zug. Jetzt geniessen wir aber noch die letzten paar Sekunden, weil jetzt kommt Sirena und da ist Sirena. Wir jubeln, unsere Spieler jubeln. Oh mein Gott, hey, wie geil ist das? Ich weiß, ich habe vorher schon, oh mein Gott, 100 Mal gesagt und gefreut. Aber es ist einfach nochmal emotional und sieht noch viel geiler aus, wenn man da sieht, wie unsere Spieler rauskommen und jubeln und feiern und richtig glücklich sind, dass wir da uns dann den Titel können sichern. Freiburg niedergeschlagen, besonders in diesem Spiel sind es eindeutig die bessere Mannschaft gewesen. Sie haben Hammerchancen gehabt. Unglaublich geil ist das Match da gewesen. Ich kann nicht mehr reden. Ich verplappere mich da. Ich will auch schnell reden. Ich will so viel sagen. Ich weiß nicht, was sagen. Ich freue mich einfach riesig. Ich hoffe auch, du hast richtig gefreut, dass wir uns da den Titel haben können holen. Und das Ganze ungeschlagen in den Playoffs. Wenn dir das genauso gefallen hat, dann lass mich das mit einem Kommentar wissen. Schreib rein, was du willst, wie du das Ganze empfunden hast. Kein Hashtag, nichts. Einfach hinschreiben, wie du das Ganze
für dich empfunden hast. Ich habe es richtig geil gefunden, richtig emotional. Da sehen wir auch noch den Handshake, wie geil, einfach nur richtig fett geil. Ich will an dieser Stelle auch jedem Einzelnen danken, der von Anfang bis Schluss mit mir das Ganze da durchgezogen hat. Ich weiß, es sind immer wieder weniger geworden, besonders momentan. Also wenn du möchtest, keine weiteren Videos mehr von mir verpassen, ist es wichtig, meinen Channel noch zu abonnieren, selbstverständlich ist es kostenlos, und dann noch das Glöckchen nebendran aktivieren, weil das muss jetzt einfach sein, wegen dem neuen Algorithmen, wo jetzt da jetzt bin ich schon wie EA, das Game ist wie EA, wo da YouTube eingeführt hat. Oh mein Gott, hey, wie geil, hey. Wow, Erleichterung, pur und Freude, riesige Freude, hey. Ich danke wirklich jedem Einzelnen. Ich freue mich auf die nächsten Videos. Ich weiß nicht, was kommen wird, ob eine neue Saison gestartet wird in der Schweizer Liga oder vielleicht sogar Crazy Playoffs oder etwas anderes. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es unten her. Was ich könnte sonst noch für eine Serie da machen gegen den CPU. Wenn ihr Ideen habt, reinschreiben. Aber wahrscheinlich wird es etwas sein, neue Saison, Crazy Playoffs. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich mag gar nicht mehr labern, weil ich zu versprechen etwas, was ich vielleicht nicht halten kann. Oh mein Gott, auf jeden Fall danke, danke für deinen Support. Ich bin jetzt komplett am Ende. Und danke dir zum 100.000. Mal und einfach, ich bin draußen. Und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!